So, es wird heute nochmal um Odds-Ratio gehen, also das Verhältnis von Verhältnissen letztlich, das Verhältnis von Chancen. Odds-Ratio ist ein interessantes und sehr etabliertes Maß, wenn es darum geht, den Zusammenhang zwischen zwei Dichotomen und damit kategorialen Merkmalen aufzuklären oder zu beziffern. Odds-Ratio beginnt damit oder ist dann zur Anwendung zu bringen, wenn wir es mit einer Vierfeldertafel zu tun haben. Die könnte zum Beispiel so aussehen. Und wir hatten gesagt, eine vollständige Vierfeldertafel besteht nun aus einem dichotomen Merkmal, das wir in die Spalten einbringen und einem dichotomen Merkmal, das wir hier auf die Zeilen aufteilen, den entsprechenden Randhäufigkeiten und der entsprechenden Gesamthäufigkeit, die dann hier unten hinkommt. Als Zahlenbeispiel hier würde ich mal gern Folgendes benutzen. Wir stellen uns vor, wir sind in der Epidemiologie unterwegs, also in der Lehre davon, wie und warum Krankheiten auftreten. Und wir stellen uns vor, wir haben einen genetischen Test entwickelt, mit dem wir ein bestimmtes Kandidatengen identifizieren können. Und dieses Gen, das wird also von manchen Leuten getragen, von anderen nicht. Die weisen dieses Gen nicht auf. Und wir interessieren uns jetzt besonders dafür, wie eine seltene Krankheit in der Bevölkerung auftritt und wie die sich verteilt auf Träger dieses Gens versus Träger, Nicht-Träger dieses Gens. Ich kann also hier sagen, Krankheit kann entweder vorliegen oder diese schwere, seltene Krankheit kann nicht auftreten. Das Zahlenbeispiel, was ich jetzt hier mal einsetzen möchte, habe ich entsprechend gewählt. Es ist eine seltene Krankheit, also wundert euch nicht, wenn ich jetzt hier sage, in der Gruppe der Genträger haben wir vier beobachtet, die diese Krankheit ausgebildet haben und dem standen ganze 1000 Probanden gegenüber, die das nicht gezeigt haben. In der Gruppe der Nicht-Genträger ist es ebenfalls selten und zwar ist es hier nur ganze einmal aufgetreten, diese Krankheit und ebenfalls 1000 Mal nicht. Wir hatten also eigentlich 1004 Leute mit dem Gen gefunden in unserer großen Erhebung und 1001, Verzeihung, haben wir gefunden, die das nicht zeigten. Insgesamt die Krankheit ist also nur tatsächlich fünfmal aufgetreten von über 2000 beobachteten Leuten, nämlich ganz genau 2005 beobachteten oder gemessenen Person. Dies ist die vollständige Kontingenztafel, mit der wir jetzt weiterarbeiten können. So, ganz kurz mal. Was ist die relative Häufigkeit, die bezeichne ich hier mal als P-Hut, dass die Krankheit auftritt? Das nur nochmal um relative Häufigkeit oder ich nenne es auch hier mal Anteil und Orts gegenüberzustellen. In den Genträgern ist es also 4 von insgesamt 1004. Die Orts hingegen sind eben nur 4 Krankheits, 4 Patienten stehen 1000 Nicht-Patienten gegenüber. Ihr seht schon, dass sich diese Zahlen wahrscheinlich jetzt in diesem speziellen Fall nicht sehr stark unterscheiden, aber es ist etwas anderes. Also die Chance oder das Verhältnis oder die Orts sind etwas anderes als der Anteil. Das nur mal hier so als kleines Beispiel. Man könnte es der Vollständigkeit halber hier auch für die hinschreiben. Hier wären es eigentlich 1, das Verhältnis zur Summe beider Zellen, also 1001, versus die Orts eigentlich nur ein Tausendstel sind. Okay? So, Odds-Ratio drückt jetzt also aus. Und jetzt führe ich noch mal kurz diese Nomenklatur ein, die wir hatten. Wir haben gesagt, bei einer Vierfeldertafel machen wir es der Einfachheit halber so, dass wir diese Zelle als A bezeichnen und die Häufigkeit, mit der diese Zelle besetzt ist, diese Zelle als B, diese als C und diese als D. Und Odds Ratio oder auch OR ergibt sich jetzt also als die Chance, auch wenn es jetzt hier ein bisschen merkwürdig klingt, die Krankheit zu beobachten unter den Genträgern. Also A zu C. Und die setzen wir aber ins Verhältnis zur Chance, die Krankheit zu beobachten unter den Nicht-Genträgern, also zu B zu D.
Und wenn wir diesen großen Bruch auflösen wollen, geht es natürlich dankbarerweise so, dass wir dieses D hier hochholen und es ergibt sich eine ganz einfache Formel, nämlich letztlich A mal D mal C mal B. Und wenn wir jetzt hier unsere Zahlen einsetzen, können wir kurz quasi unseren Kopf ausschalten und das schnell machen und können sagen, aha, dann muss ich also hier 4 mal 1000 nehmen und das muss ich teilen durch 1000 mal 1. Das verkürzt sich also geschickterweise zu 4 zu 1, also beträgt Odds Ratio als Zusammenhangsmaß hier einfach 4. Die entscheidende Frage, die wir auch in der Vorlesung nicht ganz vielleicht abgedeckt haben, ist natürlich nun, wie interpretiere ich dieses 4? Diese 4 bedeutet, dass die Chance, die Krankheit auszubilden, wenn ich Genträger bin, um ein Vierfaches erhöht ist gegenüber der Chance, die Krankheit auszubilden, wenn ich nicht Genträger bin. Ich kann das also hier mal hinschreiben. Die Chance, ja gut, man kann es ausschreiben, auch wenn ihr das jetzt nicht ganz lesen könnt. Aber so geht es mir mit euren Klausuren ja dann auch. Die Krankheit K plus aus, Verzeihung, die Krankheit K auszubilden ist bei Genträgerinnen oder Genträgern um das Vierfache erhöht. So, das Schöne an Odds Ratio ist, dass sich diese Tabelle natürlich auch hätte anders aufsetzen können. Ich hätte einfach zum Beispiel hier die Krankheit drehen können, dann ergäbe sich eine andere Tabelle. Wenn ihr dann aber dies in die Formel hier einsetzt, würde sich einfach der Kehrwert davon ergeben, nämlich ein Viertel. Ihr müsst dann nur hier aufpassen, ihr müsstet dann formulieren, die Chance, die Krankheit nicht auszubilden, ist bei Genträgerinnen oder beträgt bei Genträgern nur ein Viertel der Nicht-Genträger. Okay? Man kann das also so oder so formulieren und man kann das auch dazu nutzen, um den Sachverhalt intuitiver darzustellen. Aber es bleibt mathematisch gleich. Wenn ihr euch jetzt hier oben gefragt habt, warum ich überhaupt angefangen habe, mit den komischen Orts zu arbeiten, dann sei eben hier, sozusagen als Fußnote der Fußnote hier in diesem Video zur Vorlesung, eben auch, sei das mal ernst genommen, euer Einwand, und wir sagen, na gut, wir könnten das doch auch als Risiko ausdrücken. Risiko ist in der Tat definiert nicht als A durch C in dem Fall, sondern wie wir den Anteil hier ausgerechnet haben, als A ins Verhältnis von A und C. Also das war ja der Anteil. Geteilt durch B, B plus D. Ja? Und wenn wir das relative Risiko hier ausrechnen, passiert erstmal etwas sehr Ähnliches. Wir hätten also, das können wir letztlich dann auch wieder so ausmultiplizieren. Wir könnten sagen, das ist also entspricht A mal B plus D geteilt durch A plus C mal B. Ist ein bisschen unhandlicher, aber es lässt sich genauso eine Zahl ermitteln. Und wenn ich es richtig gerechnet habe, muss gerade nochmal schnell schauen, was wir hier hatten. Dann würden wir da eigentlich erwarten, dass das Risiko 3,98 ist, also sehr, sehr ähnlich. 3,999 kann man eigentlich sagen. Also, das ist in der Tat sehr ähnlich. Okay? Aber es ist eben ein anderes Maß. Man nennt dieses Maß auch relatives Risiko. Das ist das eigentliche Maß. Manchmal auch bezeichnet als RR, weil es quasi das Risiko ins Verhältnis setzt zum Risiko in der Vergleichsgruppe oder in der anderen Ausprägung des einen Merkmals. Ja? Wenn ihr studieren wollt, warum die Leute im Prinzip Odds Ratio oft präferieren, dann macht mal Folgendes, legt euch mal eine Tabelle an, die fast genauso ist, aber dreht mal das Merkmal. Also letztlich, weil es ja auch eigentlich arbiträr ist. Es geht um den Zusammenhang zweier Merkmale, die beide dichotom sind. Wie ich die hier also anordne, sollte doch eigentlich egal sein. Ihr könntet also sagen, ihr tragt hier die Genträger ein und hier die Nicht-Genträger. Aber ihr schreibt jetzt aus, naja, aus einer Laune heraus letztlich,
einfach mal die Nicht-Kranken hier oben rein und die Kranken hier unten. Was wir aber gleich lassen, ist tatsächlich die Zuordnung für die Rechnung, für die Berechnung sozusagen, dass wir sagen, diese Zellen nennen wir A, B, C, D. Wenn ihr das jetzt mal durchführt, dann werdet ihr recht schnell herausfinden, dass, wie wir hier oben gezeigt haben, Odds-Ratio für diese Tabelle tatsächlich einfach dem Kehrwert von Odds-Ratio entspricht, dass das für das relative Risiko hier aber keineswegs der Fall ist, beziehungsweise es kommt hier ein komplett anderes relatives Risiko heraus. Das also nur als Warnung und die Empfehlung deshalb, Odds-Ratio zu benutzen, weil das das krisensichere Maß ist, also mit diesen Odds zu rechnen. Okay? Letztlich sei noch ein wichtiger Warnhinweis untergebracht auf diesem Slide, wenn ihr so wollt. Seht ihr das hier unten noch? Ich schiebe es mal ein bisschen hier hoch. Beide Maße haben uns überhaupt nichts darüber gesagt, was das absolute Risiko oder die absolute Chance ist, dass ein in dem Fall negativer Outcome wie Krankheit überhaupt auftritt. Also, wenn zum Beispiel Pharmafirmen Nebenwirkungen senken wollen oder zeigen wollen, dass mit ihrem Medikament die etwas sich verbessert hat oder sowas, dann würden sie zum Beispiel gerne zu sowas hier auch greifen und sagen, also die Chance, dass eine Krankheit auftritt, ist, wenn man unsere tolle Therapie gemacht hat, nur noch ein Viertel zum Beispiel. Das wäre wunderbar. Was man diesen Zahlen aber nicht ansieht, ist, dass es von vornherein ein sehr, sehr seltenes Ereignis war. Zum Beispiel hier 4 von 1004 oder sagen wir als Orts 4 zu 1000 oder 1 zu 1000 sind ja beides seltene Ereignisse. Odds-Ratio und auch relatives Risiko wissen davon nichts. Wie ihr seht, gehen die absoluten Häufigkeiten hier in dem Maß, in beiden Maßen komplett verloren. Also schreiben wir hier unten nur als Erinnerung dran, OR und auch dieses Relative Risk sagen nichts, aber auch gar nichts über absolute, naja, sagen wir ruhig mal Häufigkeiten aus. Okay? Und das ist wichtig, dass wir uns dessen bei der Benutzung dieses Maßes immer bewusst sind.